Noch ist es nicht gestimmt, das neu gebaute Cembalo. Mit dem Klang des Instruments ist Dietrich Hein jedoch schon sehr zufrieden. Der Cembalo-Bauer hat das Cembalo in seiner Werkstatt am Stau in Oldenburg gefertigt. Jedes Holzteil und jede Taste sind durch seine Hände gewandert. So entstand in liebevoller Handarbeit ein Nachbau des Originals aus dem Händelhaus in Halle. Dort soll das Instrument des Oldenburgers ab Mitte April im Museum stehen. Zu den Händel-Festspielen soll es von namenhaften Cembalisten gespielt werden. Der Wert dieses kunstvoll verzierten Instruments gleicht dem eines Mittelklassewagens.